Papa, mach die Tür zu, bitte. Gehst mir nicht aus dem Kopf. Können wir uns wiedersehen? Heute am 15. im Hotel Petticoat, Zimmer 29. Ich erwarte dich dort. Was ist? Du hast wieder träumen. Vor mir. Aber ich glaube, mir geht's nicht gut. Vielleicht war das alles doch ein bisschen viel für mich, weißt du? Was heißt das? Du fährst nicht mit? Soll ich dem Buben das mit dem depperten Kugelschreiber jetzt alles allein beichten? Mir ist schlecht, Papa. Ich glaube, ich muss mich niederlegen. Geh her. Ja! Schlüssel steckt. Ich glaube, ich lege mich gleich nieder. Papa! Gibt die. Wir beschränken uns jetzt erst einmal auf Visitenkarten. Und können auch von zu Hause aus arbeiten. Du meinst, gemeinsame Abhängigkeiten sind nicht gut, wenn man einander misstraut. Was, du misstraust mir? Warum? Hab ich wen umgebracht? Willst mich erpressen? Heiß ich Georg? Ich will von dir nur eines. Profitieren. Ich bin ziemlich am Boden, das ist die Wahrheit. Und in der Not lassen sich die Fliegen eben auch auf den Teufel ein. Schnapp, schnapp. So ist es. Wie wär's, wenn wir mit unserem alten Spezi reden? Mit dem Bernd de Burli, unserem Bundeskanzler? Dem Dieter West, unserem Mann von der Presse. Der weiß immer, wo ein lukratives Geschäft schlummert. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Schnitzler. Eigentlich sollte man sowas wie die überfahren. Das war nicht schlecht. Was willst denn? Wir müssen reden. Ihr wisst nicht was. Wieso weißt du überhaupt, dass ich da herkomme? Ich war schon im Gefängnis, wegen ihrem Sohn. Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr ist Besuchszeit. Herr Butschel, ich glaube, Ihre Frau verarscht Sie. Was soll denn der Blödsinn? Der Autoverkäufer hat gesagt, es war ein Mann bei ihr, wie sie den Wagen eingetauscht hat. Und mit dem hat sie schwer geturtelt. Die Mama kennt keinen Mann und turteln kannst nicht einmal schreien. Ach so, sicher? Das hat er im Auto gefunden. Das ist ja heut. Deswegen bin ich da, um Ihnen das zu sagen. Von Mann zu Mann. Das ist daheim, das ist krank, die tut sowas nicht. Naja, macht sich das untereinander aus. Es geht mich in Wirklichkeit ja auch gar nichts mehr an. Was für eine Welt leben wir eigentlich? Du willst einen Keil zwischen uns treiben. Und der Bruder, schau mal, Alter, das tu nicht einmal ich. Hallo? Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich mich schon mal frisch gemacht habe. Hä? Oh, ja. Ich habe einen ganz anderen erwartet. 15 Uhr, aha. Zimmer 29. Aha. Du hast angerufen. Ich? Keine Sorge. Ich beiße nur, wenn du das willst. Beißen? Komm, entspann dich einfach. Und genieß es. Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie sind im falschen Zimmer. Papa, Papa, ich hab... Du Schade!
Was hast du mit Papa gemacht? Papa! Herr Steiner, ruf uns eine Rettung. Ich glaube, da hat es einer ein bisschen übertrieben.